Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Valheim, Tag 273 und Mausi geht's blendend. Jo. Weil sie mich schon wieder ärgert. So, ich habe mir jetzt hier schon mal wieder ein bisschen was in die Tasche gerobst. Wir sind ja jetzt schon fast fertig, dass wir die Arena in Betrieb nehmen können. Also, außenrum ist jetzt soweit in Ordnung. Wir haben jetzt eigentlich genug Sachen. Jetzt geht's langsam in die Testphase über. Bedeutet... Achso, nee, ich muss ja von oben ran. Jetzt will ich hier nochmal den Rest ausbauen, was jetzt am Dach noch fehlt. Deswegen habe ich das jetzt zuerst nach innen fertig gemacht. Und das Dach auch jeweils nochmal ein bisschen erweitern und so. Gucken, das wird noch mal ein bisschen Holz fressen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Stein mitgenommen, damit wir drinnen schon mal die unkaputtbaren Versteckgegenstände machen. So, jetzt kann man auch hoch. Okay, das war mit dem schrägen Dach. Sieht zwar geiler aus, aber ich rutsche halt permanent runter. Ne, das klappt so nicht. Schade. Gut, dann muss ich das von unten machen. Machen wir erstmal von unten weiter. Jetzt setzen wir erstmal naja, das geht ja auch noch. Ich habe hier ein bisschen viele Snap-Punkte. Muss ich vorsichtig sein. So. Jetzt. Dann gucken wir mal, dass wir das dann gleich nochmal mit den Dingern machen. Und dann will ich dann mal nachher gucken, ob wir das nicht hinkriegen, hier mal ein paar Dinger hochzusetzen. So ein paar Steinwände. Weil die können sie ja nicht kaputt schlagen. Oh. Und von daher... Muss halt nur aufpassen, dass hier nirgendwo Trolle spawnen. Ich glaube, die wären, glaube ich, das Schlimmste, was hier passieren kann. Weil ich denke mal, die werden jetzt hier die ganz normale Hauswand einfach einreißen können. Aber gut, gucken wir mal. Eine kleine Holzarena. Sollte ich nochmal irgendwie was mit Mob-Spawner oder ähnliches haben? Warte, ich habe schon wieder kein Holz mehr? Mann, das ging aber schnell. Sollte ich da nochmal irgendwie wieder was haben, dann möchte ich aber eine aus Stein bauen. Bist dabei? Ja. Dann machen wir eine aus Stein. So, einfach mal hier so ein bisschen... Oh, ich muss was essen. Ein bisschen was aufschieben. Einfach mal irgendwo zwischen ein paar hinsetzen. Soll ja nur zum Verstecken dienen. Die müssen ja auch nicht so hoch sein. Das sind jetzt einfach nur ein paar Felsen. Machen wir jetzt auch irgendwo random hin. Mal sehen, ob wir nachher noch mehr brauchen. Damit du dich auch ein bisschen vor dem Bogenschützen in Acht nehmen kannst. Sollte ich jetzt eigentlich mit zu dir, oder? Ja, könntest du langsam kommen. Wenn du möchtest. Ich bin hier gerade wieder an meinen Arbeitsplatz gegangen. Naja, könntest du hier mal das Grün noch mal so weit weg machen? Und
Und vielleicht auch nochmal selber gucken, ob du hier nochmal ein paar mehr haben möchtest von den Steinen. Darfst jetzt mit bestimmen, wo Steine hinkommen. Also kleine. Ich hab auch mal was mitbestimmen, oh mein Gott. Ja, ist das nicht nett? Jetzt habe ich immer nichts zu sagen. Ne. Ja, du bist Frau, du darfst nichts sagen, ja. Oder besser gesagt, du bist meine Frau, du hast nichts zu sagen. Hä? Was ist denn da jetzt gerade kaputt gegangen? Irgendwas ist da gerade kaputt gegangen. Meine Würde. Ja, meine Würde sowieso. Ja, ich aber sowieso noch nie. Würde hatte ich sowieso noch nie. Ich bin jetzt schon gleich mit dem Dach soweit fertig. Da muss noch ein bisschen Holz drumherum gesetzt werden. Alter, das ist sogar ein Sternluich, wollte ich gerade sagen. Eine Sternnixe hier gewesen. Der Wahnsinn. So, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Holz. So, als wenn hier im Wasser noch irgendwo einer ist. So. Ach, ich mag den Buff. Geht halt immer so schön schnell. Das ist schon wieder ein Sternviech. Das ist der Wahnsinn. So. Jetzt haben wir mal ein Sternviech. Nee, ich ins Wasser. Ich bin Stopper. Oh, da hinten haben wir noch irgendwie ein Haus oder so. Ist schon mal durchgeguckt. Ich glaube nicht. Was man hier alles so in dem Wald findet, wenn man nur den Wald ein bisschen abholzt hier. Naja, solange es hier diese komischen ebenen Viecher da hinten wieder nicht sind, alles gut. Aber mit denen möchte ich mich noch nicht prügeln. Noch nicht, aber bald. So, jetzt bleibt mal hier. Böses Holz. Hier wird nicht abgehauen. Na, jetzt wird's noch neblig. Ach nee, es wird regnerisch. Hm. Noch besser. Sag dann Bescheid, wenn du da bist, ne? Bin da. Warum sagst du nichts? Ich weiß nicht. Willst du dir da mal hinten das Haus angucken? Hier in der Richtung, wo ich jetzt hier die Bäume abfall. Und da kam ich doch gerade. Echt? Also von dem, wo ich, oder welches Haus? Ja, da hinten steht noch ein Haus mitten im Walde. Soll ich mir denn angucken? Du warst doch gerade da. Nein, ich war nicht da. Oh. Ach so. Ich hab nur gesagt, ich habe da eins gesehen. Jetzt gucke ich selber nach hier. Entschuldigung. Mhm. Himbeeren haben wir hier. Eine Truhe mit Geld und Co. Das war's. Und ganz viele Nixen, sogar schon wieder Sterne-Nixen. Ob nun Sterne-Nixen oder nicht. Aber hier hinten hast du schön viele Erdbeersträucher, falls dich das interessiert. Okay.
Weil ich muss ja das Dach noch soweit fertig machen. Ich habe ja jetzt gedacht, du brauchst ein bisschen. Na, das soll leise kommen. Ja, so langsam. So langsam. Findest du denn die Erdhügel, die ich jetzt hier hingesetzt habe, soweit schon mal okay? Ja. Na, optimal. Also ich will jetzt auch nicht zu viele reinmachen, aber wenn zu wenig sind, können wir umändern. Wenn wir den ersten hier hingesetzt haben, dann wird es nachher hier richtig schwer, Arbeiten zu tätigen. Ansonsten hätte ich nämlich noch überlegt, dann machen wir nämlich in der Mitte sonst zur Not nochmal eine Grube und schubsen die da einfach rein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das geht mit der Harpune da bestimmt ganz gut. Wird zwar ein bisschen Arbeit, aber dann kannst du ja auch wieder arbeiten. Bloß in diese Grube willst du da nicht fallen. Das ist denn so diese Bösewichtengrube, weißt du? Andere Bösewichte haben dann Piranhas, wir haben dann Draugr in der Grube. Ja, jetzt will er mir das nicht da ansetzen lassen, jetzt. Manchmal stört der Nebel hier so ein bisschen. So, na nun komm. Jetzt lass mich doch mal... Ja, jetzt. So, und den hier hinten, den würde ich als erste Testphase nehmen wollen. Okay. Hier, wo ich jetzt gerade arbeite. Weil der ist sehr nah an der Mauer. Bei dem wird es wohl wahrscheinlich dann am schwierigsten. Das heißt, wenn es bei denen klappt, dann dürften es bei denen in der Mitte dann auch gut klappen. Alter. So, jetzt so. Nochmal auf die andere Seite hier, immer außenrum hier. Wie hat er mich jetzt mitgekriegt? Ich habe keine Ahnung. Ist er noch hier? Ja. Ja. Levelst du gerade dein Schleichen? Ja. Klappt das? Ja. Gut. Das ist geil. Ja. Mausi nutzt die Arena schon aus. Schweinerei. Soll ich aufhören? Nee. Nutz. So. Das ist jetzt schon mal einmal außen rum. Jetzt würde ich da gerne noch einen Balken dran setzen. Damit das dann so als abgeschlossen zählt. Der sollte ja eigentlich relativ simpel sein. Und dürfte hoffentlich auch nicht kaputt gehen. So. Ich hoffe, ich habe noch genug Holz draußen liegen, weil ich glaube nicht, das reicht jetzt hier, um das voll zu ziehen. Ja, ist aber auch schon orange, also weiter raus kann ich auch nicht. Ah, jetzt fehlt mir wieder Holz.
Jetzt fehlt mir wieder Holz. Komm her. Was denn? Wohin nee. Soll ich? Ja. Hier draußen liegt doch noch Holz. Wird doch mit Buff abgebaut hier. So viel Holz brauche ich jetzt auch nicht mehr. Hier liegen ja noch ein bisschen Holzstapel rum. Das Einzige, was mich jetzt gerade nur wieder anpisst, ist der Regen. Da liegt noch ein Stamm. Der muss auch weg. So. Das sieht so lustig aus, wie du da rumschleichst. Funktioniert auch. Ja, dafür ist es ja gedacht. Du sollst ja hier deine Attribute leveln und wir... Na gut, in Gedärme können wir uns derzeit ertränken. Ich bin sogar am Überlegen, das zweite Lager schon langsam anzufangen und da schon mal Gedärme abzulegen, weil, naja. Wir haben schon mittlerweile zu viel und wenn wir jetzt hier sogar nochmal unsere Sachen immer wieder aufleveln. Also an Würstchen wird es nicht mangeln. Ja. Ne? Ich glaube, der eine Dude greift hier schon wieder was an. Ja, dann, wenn er rauskommt, ist er Bescheid. Dann machen wir wieder zu und dann ist gut. Ey, das gibt's nicht. Das reicht nicht an Holz. Wolltest du mir nur Holz... Ach, draußen sind welche. Deswegen. Hä? Was ist doch gar keiner. Nö. Ah. Hast du ihn gefunden? Mhm. Na ja, gut. So. 40 Holz nochmal hier. Wieso ist denn da jetzt die Wand kaputt? Wer hat das denn hingekriegt? Das Ding kann eigentlich auch schon weg. Kümmern uns gleich um euch. Ihr seid gleich dran. So, jetzt bin ich... Aber ich habe ja jetzt meinen Beschützer. Das heißt, ich kann mir trotzdem weiterbauen. Selbst wenn ihr jetzt ausbrecht. Ja, das wird schon wieder nicht so, wie ich das will. Jetzt so. So, einmal rum. So, wollen wir sie jetzt nochmal beruhigen hier? Oder sind dann... die sind das. So, komm, dann lassen wir die mal raus hier. Mal raus hier. Lass ihn am besten rauslaufen. Nicht, dass wir die Spawner kaputt machen. So, dass er dich nicht mehr ins Lock kriegt. So, einmal triggern. Läuft er nicht raus. Machen wir Tür zu. Zu wenig Platz gehabt, wa? Nein, dann komm. Jetzt so. So, und jetzt können sie bekämpfen.
Tür wieder zu. Sind die beruhigt. So, und hier, sei vorsichtig, da sind Sterneviecher. Das heißt, ich reiße jetzt gleich die Wände ein. Mhm. Und du versuchst dann die Viecher dann zu machen, ne? Obwohl, warte mal. Das könnte gleich Nacht werden. Wollen wir lieber nochmal schlafen? Ja. Weil sonst werden die anderen hier auch gleich richtig wirr. Und guck, dass du auch wirklich Tränke bei hast. Ne? Sterneviecher sind nicht zu überschätzen. Auch wenn wir mit den normalen ganz gut klarkommen. Aber wenn die Sterneviecher loslegen und dich richtig treffen und du nicht richtig blockst oder parierst, dann haut das richtig rein. Lieber nimm einen Trank mehr, anstatt deine Werte zu verlieren. Ich farm lieber, was weiß ich nicht, nochmal 200 Pilze aus dem Düsterwald. Ne? Ja. Anstatt, dass du mir da jetzt in der Arena stirbst, weil dann bringt die Arena nichts. Sind auch noch genug Dark, bedien dich. Wenn leer, also kurz bevor es leer ist, ne? Machst dir eine Schnellleiste oder so. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Weil gerade du hast ein bisschen weniger Rüstung als ich. Also wenn mich mal ein Schuss trifft und das tut mir schon weh, der wird es dir doppelt so weh tun, denke ich mal. Ich glaube, ich habe 30... Nee, warte mal. Wir können ja gucken. Ich bin bei 63 Rüstung. Und du? Bei Tab. Und dann über deinem Gewicht. 39. Ja, siehst du, ich bin fast beim Doppelten. So, ne? Weißt du, du kriegst deutlich mehr Schaden. Was soll ich jetzt rausnehmen? Gesundheitstränke, Ausdauertränke. Und die dir auch oben in die Leiste packen. Keine Gifties. Giftie, die machen keinen Giftschaden. Da spawnt nur Draugr, nichts anderes. Das heißt, du brauchst kein Gift haben. Du brauchst nur maximal Ausdauer, Essen, ne? Halt das Übliche. Das sind nur Draugrs. Da spawnen halt jeweils Draugrs mit Nahkampf oder aber halt auch mit Fernkampf. Das hast du ja gesehen. Hatten wir jetzt schon gepennt? Wir hatten schon gepennt jetzt, ja. Hast du das jetzt nicht mitgekriegt? War man das jetzt so schnell gemacht oder was? Ja. Ja. Nee, geht gleich los. Ich mach hier nur nochmal kurz leer. Gute Edelholz und nochmal Federn. So, dann. Oh, sprinten schon 71. Nee, das ist Edelholz. Dann nehme ich mir nochmal ein bisschen Holz mit. Zwei Stacks, das reicht. Und dann befreien wir jetzt die ersten zwei. Und was du immer noch wissen solltest, was jetzt noch für dich wichtig ist, jeder Spawner kann immer zwei Draugr beinhalten. Das heißt, solange die anderen jetzt nicht ausbrechen aus ihren Gefängnissen da, hast du es nur mit maximal zwei Stück zu tun. No? Mhm. Dank der Arena-Wand dürfte da jetzt eigentlich auch nichts weiter sein. So, mit dem Käfig wollte ich jetzt hier anfangen. So, ready? Ja. Gut. Mal immer versuchen, weg vom Spawner zu locken, genau. Nimmst du den jetzt? Mhm. Na gut, er will doch eher zu mir. Was wollt ihr denn von mir? Ich will das jetzt aufbauen. Geht zur Mausi. So, ist gleich der nächste jetzt. Ja, da kommt er schon. Merkst du, es kommt immer schön was nach, ne? Ja. Kann man schön aufleveln. So, ich nehme jetzt wieder den Hammer zur Hand. Dich gesehen. Ja, dann.
Oh, bitte nicht mit Feuerpfeilen. Ich weiß nicht, ob die Feuerpfeile nachher Flächenschaden machen auf dem Nest. Lieber hinter den Deckungen dann in Sicherheit gehen. Damit sie dann kommen. Ja, ich weiß nicht, ob die jetzt... Weil, die Monstrosität brennt nämlich auch dann immer die anderen Mobs mit an, wenn wir die anzünden. Ist halt ein bisschen blöd, wenn da jetzt die Bogenschützen immer kommen, ne? Jetzt kommt alle naselang ein Bogenschütze. Also, reicht's aber. Vorsicht, ist ein Sternbogenschütze. Okay. Das siehst du schon an der Farbgebung meistens. Ja, geht doch. So, der ist jetzt hier komplett leer. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier... Ihr wollt unbedingt zu dir, ne? Ja, ja, dann kümmere dich einfach um den. Die wollen nicht, dass ich das wieder einbaue. Das ist das. Man sieht es. Man sieht es, dass die das nicht wollen. Aber ich wollte da jetzt wenigstens... Sie ist einfach als Leveln für dich. Ja, ja. Ne, das passt auch nicht, weil ich muss jetzt ein bisschen rumexperimentieren hier. Weil dafür brauche ich das Ding halt offen. Deswegen ist gut, dass du da bist. Ich sollte aber trotzdem nochmal nachessen. Achte auch immer auf dein Essen, Maus, ne? Ja. Zur Not sag lieber Bescheid, dass wir rausgehen sollen. Machen wir das am besten. Ich glaube, so einen halben... Schon wieder ein Bogenschütze, ey. Ja, ab und zu kommen die relativ schnell, ne? Na, jetzt steht der Bogenschütze da drauf, wo ich die Platte hinbauen will. Ah, das mit den Wänden ist ganz cool, ne? Ja. Das reicht nicht. Ja, siehst du, guck mal, jetzt steht er nämlich da oben drauf. Genau das wollte ich erreichen. Aber das ist nicht groß genug. Das wird nicht groß genug sein. Alter, jetzt reicht's aber mal mit dem Bogenschützen. Ja, YOLO. Zwei Sterne. Da ist ja nichts dagegen, dass ich mal helfe, oder? Ja, nee, mach ruhig. Oh. Deswegen sage ich ja, die sind immer heftig. Aber guck mal, was der gelootet hat, Alter. Da gehen wir mal näher um den Senkel. Kümmer dich da um das Maus. Damit ich hier weitermachen kann. Ah, verschossen. Verschossen, verbaut. Nee, falscher. Aber es klappt. Oh, Alter, das klappt doch richtig gut, dass sie da drauf spawnen. Nee, nee, nee. So ein Nahkämpfer ist kein Problem. Und haben wir Spaß? Ja. Mal ein bisschen nachleveln. Gerade beim Blocken kann ich es brauchen.
Ja, dann. Aber immer perfekt blocken. Desto besser du perfekt blockst, desto besser ist es. Und Messer 41. Na, jetzt braucht man nicht mehr so Angst haben, dass man den Spawner trifft, ne? Ja. Ist schon deutlich besser. Machen wir hier aber trotzdem nochmal eine Begrenzung drum. Gucken, ob sie da auch drauf reagieren. Das wird aber hier nachher alles Gammelholz sein. Das wird nachher mit ein, zwei Schlägen wo wahrscheinlich dann aber auch kaputt gehen. Ah, auf mich könnt ihr mal ein bisschen schießen. Entschuldigung, Maus, ich wollte dich nicht schießen. Ja. Hast du nichts gemacht? Ja, ich bin hier gerade nämlich am weiter ausbauen. Blocken levelt man richtig gut, wa? Gerade wenn es so die kleinen Viecher sind. Hoffen wir, das ist jetzt groß genug. Würde ich da immer am Hinten hört. Bung, 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 bung. Dann brauche ich das ja doch nicht in der Mitte. Das ist dann too much. Spawnt da jetzt nur noch der eine oder haben wir sie kaputt gemacht? Ja, was hältst du von den Spawn-Schreien? Gut. Sieht eigentlich auch akzeptabel aus, finde ich. Kannst du mal deinen besiegen? Damit ich mal sehen kann, ob er jetzt. Ja, es klappt. Wunderbar. Hast einen neuen. Hast einen neuen Spielgefährten. Bitteschön. Ja, läuft doch. Läuft doch und sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ja, wollen wir denn alle jetzt so langsam aufreißen? Ja. Gut, dann müssen wir jetzt aber nochmal gucken, dass ich jetzt hier. Soll ich nämlich noch einen anderen Plan? Damit uns das vielleicht nochmal ein bisschen. Ja, ich war gerade am Bauen hier, du Nase, du. So, den hier. Mal gucken, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Mit den Spawn-Schreinen. Und jetzt wollen wir hier mal. Nehmen lieber so eine große Tür. So. Jetzt möchte ich bitte mal, dass du den besiegst. Alter, dein Messer macht aber ordentlich Schaden, wenn die richtig strugglen. Ja. Ja, das sah schon mal ganz gut aus. Gut, jetzt siehst du, es ist Ruhe. So, und jetzt können wir jetzt hier zum Beispiel die Türen öffnen. Und je nachdem, wie viele Türen offen sind. Na, ich glaube, die werden dann das nicht so ganz checken, ne? Weil sie sich denn, jetzt hinter der Tür. Ja, ja. So, komm mal raus. Spiel mal ein bisschen mit dem hier. Der fühlt sich so einsam.
Machen wir kurz hier zu mal. Ich muss hier wohl wahrscheinlich dann auch ebenfalls was reinsetzen. Das ist nicht so wild. Das kriegen wir alles hin. In der Hoffnung, dass sie danach nicht drin spawnen. Na, der will irgendwie nicht so, wie ich das will. Der will einfach nicht snappen, naja. Oh, 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 aua. Da ist ein zweiter gespawnt. Ja, komm mal raus da. Ja, schenke ich dir. Levelst du doppelt so schnell blocken. Geil, oder? Das aussieht, ey. Hier ist noch ein dritter jetzt gespawnt. Wie ist denn das jetzt möglich? Ja, willst du dreimal so schnell blocken leveln? Eigentlich nicht. Na, Übung. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Waffe weggeschmissen hier. Hier recht. Bei dreien gerate ich in Panik. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, Übung. So. Aber an und für sich geht das, wenn wir die Türen von innen öffnen. Dann geht das eigentlich, dass sie auch da rauskommen. Das heißt, das rupp ich doch nochmal ab. Dann noch so rüber zu ziehen, aber das bringt glaube ich auch nichts. Na gut. Dann besiegt man deinen jetzt da. Sollen wir erstmal gucken. Das heißt, du musst dann die eine Tür reingehen und die von innen aufmachen. Okay. Damit das klappt. Aber er kann sich ja da drinnen frei bewegen jetzt, ne? Und sieht doch gar nicht mal so so unhübsch aus. So gar nicht mal so hübsch. Gar nicht mal so unhübsch. Das müssen wir jetzt noch dreimal wiederholen, weil wir haben hier noch drei Spawner. No? Ja. Und dann passt das. Aber wir sind schon wieder am Ende einer Folge angelangt. Und es wird auch schon langsam dunkel. Aber keine Angst, du wirst noch weiter trainieren können. Ich habe jetzt schon 4 Level gemacht mit den Blocken. Na siehst du, ich sag doch, das bringt's. Jetzt stell mal vor, du kriegst hier mal alle 4 hin. Du machst ja alle 4 auf und fängst sie dann an zu blocken. Wie so eine Bekloppte. Bin ich Blockermeister demnächst. Ja, eben. Blocken auf 100, incoming. Gut, aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn. Tschüss.